Einsamkeit, Egoismus, Frust, Angst, Hässlichkeit, Nacht, Hass, Depression, Ekel, Qual, Kälte, Ohnmacht. Du fragst mich, warum existieren diese Worte in einer von einem allmächtigen, guten Gott geschaffenen Welt, irgendeiner fernen Macht dort oben am Himmelszelt? Und wenn dieser Gott alles, was meine Augen erblicken, erschuf, erschuf er dann nicht auch alles Böse? Ist diese heilige Schrift nicht doch vielleicht ein Märchen? Eine veraltete Version, sich die Welt zu erklären, um sich nicht mit Existenzfragen das Leben zu erschweren und sag, warum gibt es 5000 verschiedene Götter und so viele Religionen auf dieser Welt, wenn Gottes Hände doch die waren, die mich schufen? Ich zweifle nicht nur an mir, sondern in manchen stillen Momenten auch daran, dass ich meinen Glauben verliere. Zweifle nicht nur an meinem Aussehen und meinen Talenten, sondern an existenten Gedanken wie, dass das Einzige, das größer als ich selbst ist, der endlose Berg an Aufgaben vor mir ist. Frage mich in anderen stillen Momenten, bin ich wirklich Christ und brauche ich überhaupt die Religion? Ist sie nicht doch eine wackelige Konstruktion, auf die ich Hoffnung setze? Aus Angst, dass Gott irgendwo doch existiert, ich ihn nicht genug wertschätze? Aus Angst vor der Frage, wie es am Ende weitergeht? Seit 6154 Tagen öffne ich jeden Morgen meine Augen. Gespannt, nervös wartend, dass mein Leben jetzt startet. Und ist es nicht ein Wunder, allein zu existieren? Und ist es nicht wunderlich, den Zufall als Grund zu akzeptieren? Aber sag mir, es gibt 8,7 Milliarden Arten auf diesem Planeten. Es gibt Ebbe und es gibt Flut. Es gibt Ameisen, die nie schlafen. Es gibt Elefanten, die weniger wiegen als die Zunge eines Blauwals. Es gibt Roman, der mit mir eine ähnliche DNA hat. Es gibt Weltmeisterschaften. Es gibt Tintenfische, die drei Herzen besitzen. Es gibt Kunst. Es gibt Koalas, die Schluck aufbekommen, wenn sie Stress haben. Es gibt den menschlichen Körper, in dem sich 0,2 Milligramm Gold befindet. Seit 6154 Tagen öffne ich jeden Morgen meine Augen. Gespannt, nervös wartend, dass mein Leben jetzt startet. Und ist es nicht ein Wunder, allein zu existieren? Und ist es nicht wunderlich, den Zufall als Grund zu akzeptieren? Aber sag mir, kommt denn alles Schlechte wirklich von Gott? All das Unrechte, all das Leid, Krankheit, Verlorenheit, Dunkelheit oder sind wir Menschen selbst nicht Träger dieser Last? Wir kreisen in selbstkreierten Kreisen, finden keine Rast, finden in dieser schnelllebigen Welt nichts Beständiges, erleben mehr Sonnenuntergänge als Sonnenaufgänge und sagen, mein Gott, wenn mal etwas nicht passt. Und erzähl ich dir von Gott, weist du mich zurück, weil dein korrekter Intellekt deinen Glauben verdeckt, weil du dein Leben lieber selber bestimmst, deine Zukunft selbst in die Hand nimmst. Weil es altmodisch ist, wenn man in der Bibel liest, weil du deine Augen lieber vor Wundern verschließt. Seit 6154 Tagen öffne ich jeden Morgen meine Augen. Gespannt, nervös wartend, dass mein Leben jetzt startet. Und ist es nicht ein Wunder, allein zu existieren? Und ist es nicht wunderlich, den Zufall als Grund zu akzeptieren? Aber sag mir, wie ist es möglich, dass Mathematik existiert? Dass Zahlen unendlich sind und dass es Nullstellen gibt. Wie um alles in der Welt gibt es Logik, Kosmologie, Materie, Raum und Zeit. Wie ist es möglich, dass vor 14 Milliarden Jahren das Universum unendlich heiß und unendlich klein war? Komprimierte Energie explodierte innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und alles, was dein Auge jetzt gerade erblickt, entstand durch einen Zufall? Einen lauten Knall vor etlichen Jahren? Glaubst du nicht, dass das alles Gottes Hände waren? Seit 6154 Tagen öffne ich jeden Morgen meine Augen. Gespannt, nervös wartend, dass mein Leben jetzt startet. Und ist es nicht ein Wunder, allein zu existieren? Und ist es nicht wunderlich, den Zufall als Grund zu akzeptieren? Nach meiner dritten Freizeit fing ich selbst an, in der Bibel zu lesen, anstatt anderen nachzureden. Hinterfragte meinen Glauben und fing immer und immer wieder an, über frühere Selbstverständlichkeiten zu staunen. Der Satz, hab keine Angst, kommt 365 Mal in der Bibel vor.
Sowas wie ein Daily Reminder, der uns zeigt, dass Gott keinen verlässt, der sich auf ihn verlässt. Eine kleine Erinnerung, dass wir vielleicht tief fallen können, aber nie tiefer als in seine Hände, wenn wir uns Kind Gottes nennen. Warum glaube ich trotzdem, da gibt es einen Gott, auch wenn ich ihn nie zu Gesicht bekomme? Warum glaubt ein Blinder an die Sonne? Weil er sie fühlt. Lieber Gott, seit 6154 Tagen öffne ich jeden Morgen meine Augen. Gespannt, nervös wartend, dass mein Leben jetzt startet. Danke dafür.